Hallo und herzlich willkommen hier bei FIFA 17 mit einem neuen Teil von Journey hier in der Zockerhöhle. Heute steht es an, FA Cup Halbfinale gegen Derby County. Werden wir das Finale erreichen, entweder gegen Liverpool oder gegen Charlton? Wir werden es gleich sehen. Gucken wir erst einmal noch in den Social Media Bereich, was da alles so geschrieben wird. Auf unseren letzten Remis gegen Chelsea, was alles leider nicht so lief, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir werden es natürlich weiter verfolgen. Unser Ziel, natürlich den FA Cup zu gewinnen und noch Meister zu werden. Was allerdings wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird. Gut, dann starten wir gleich durch. Natürlich erstmal mit einem Mal mit dem Training. Heute Schwerpunkt. Schießen. Wollen wir mal gucken, wie wir uns damit zurechtkommen, wie wir uns darin schlagen. Wir stehen natürlich noch in der Startelf, wie wir es hier Morning, unschwer gentlemen. erkennen können. Hope you're Schön in der well Mitte, unser rested. Alexander. I've got a special treat for you Auch sehr today. interessant finde Focused ich training. die Hard, Reservespieler, die gar nicht mit precise, dabei sind, mit and Juan Mata, André Herrera, Schweinsteiger, Danny Blind und Memphis Depay. Auch die Auswechselbank sehr, sehr stark besetzt mit Rooney, Harry Kane, Paul Pogba, Phil Jones, Valencia, Rashford und Romero. Gut, starten wir durch. Schussgenauigkeit und Chancenerarbeitung. Dann beginnen wir das Training. Drei, zwei, eins. Wäre es immer so schön einfach, wie im Training im Spiel die Dinger zu machen. Ich glaube, dann wären wir auch erfolgreicher gewesen. Aber wir wollen es jetzt nicht beschweren. Es ist die erste Saison. Wir waren zwischenzeitlich, was ihr leider nicht mitbekommen habt, was aber am meisten schon im Internet zu sehen war und wofür sich auch die meisten entschieden haben, bin ich verliehen worden, also mein Alexander wurde verliehen und ich habe mich für Newcastle United entschieden, was ich allerdings auch, wenn man die Realität betrachtet, ein bisschen es ein bisschen extrem ist, weil Newcastle United und Manchester United können sich natürlich überhaupt eigentlich gar nicht riechen, aber gut, lassen wir es einfach mal so dahingestellt sein. So, nächste Übung hier. Eben gerade B war schon gar nicht so verkehrt. Versuchen wir jetzt natürlich irgendwie zu bestätigen, das Ganze. Oh, ganz, ganz knapp von Herr Ibrahimovic. Oh, das war völlige Grütze. Ich finde es halt einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht, dass man gerade am Anfang nicht diese ganzen Skills hat wie die Vollprofis. Jetzt muss ich aber hier echt mal aufpassen, dass ich noch auf meine Punktzahl einigermaßen komme, weil ein F wäre schon ganz, ganz traurig. Und wäre sehr hinderlich natürlich mit dem Verdacht oder mit der Hoffnung, weiter auf dem Stammplatz zu sein, Stammspieler zu sein. Aber ich mache das ehrlich gesagt hier auch gerade nicht allzu gut. Muss ich selber Kritik an mir herrschen. Muss aber auch sagen, wie gesagt, ich muss mich hier erstmal noch ein bisschen einspielen. Mr. Ibra Kadabra. Hatte ja in Wirklichkeit angeblich auch ein Angebot von Liverpool, hat sich allerdings für Menu entschieden. Mit der Aussage, er möchte um den Meistertitel spielen. Was ich unter Klopp finde ich nicht ganz verstehen kann, warum er dabei so eine Aussage trifft. Weil ich glaube, Klopp kann es wirklich schaffen, mit Liverpool nach gefühlten 20 Jahren mal wieder in der Premier League um den Titel zu spielen. Sind ja auch jetzt sehr, sehr gut gestartet, sind glaube ich
wenn mich nicht alles täuscht, auch unter den Top 4, haben jetzt am Wochenende wieder gewonnen. 2-1. Ja gut, lassen wir einfach mal das C so stehen, weil ich finde, wir spielen Alexander. Man ist im Training und im Training hat man auch nicht die Chance, die Trainingseinheit 5-6 Mal zu wiederholen, beziehungsweise immer wieder zu wiederholen. Deswegen sage ich mir, 10 müssen wir uns jetzt zufrieden geben mit. Ist natürlich nicht suboptimal, aber ja gut, lassen wir es einfach mal so dahin. So, hier wieder dieser nervige Ladebalken. Abschluss haben wir uns verbessert, das freut uns. Man sieht oben jetzt schön in der Ecke, Jose Mourinho vertraut uns weiter mit einem Stammplatz. Das freut uns. Und dann wollen wir jetzt natürlich gleich durchstarten mit einem Halbfinale FA Cup gegen Derby County. Sollte eigentlich ein Selbstläufer sein, allerdings, wie gesagt, Ausleihe Newcastle gewesen. Da war Derby County Spitzenreiter, ich glaube sogar mit 6, 8 oder 10 Punkten Vorsprung. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, hier Gary Walker, unser ehemaliger bester Freund, ein absoluter Assi gewesen. Aber gut. Wir haben ihn ja anscheinend auch würdig ersetzt durch William von Newcastle. Dann starten wir rein. Wir Startelf. Zentraloffensives Mittelfeld hinter Ibrahimovic mit Mkhitaryan, Martial, Schneiderlin, Carrick, Damian, Bailey, Smalling, Shaw und David De Gea. 335.000 Follower bei Instagram. So. Dann starten wir das Halbfinale mal. Ich hoffe, jetzt schneide ich ein bisschen besser ab als wie im Training gerade eben, weil sonst wird es, glaube ich, auch gegen Derby County schwer, weil natürlich die KI nicht so mitspielt, wie man sich es irgendwie wirklich wünscht. Hatte ich im letzten Part schon angesprochen, die ständige manchmal hin und her gepasse, was überhaupt keinen Sinn ergibt, gerade an der Mittellinie. Wenn die Zeit knapp wird. Der alte Schwede. Den kann man auch mal machen. Das hat natürlich das Spiel immens erleichtert, früh in Führung zu gehen. Aber gut. Naja, schlechtes Timing. So. Wie so oft. Das ist auch, glaube ich, noch mit das größte Manko, was ich hier im Spiel habe. Da war leider sauberes Tackling. Ich dachte, man kann vielleicht einen Elfmeter rausholen. Ja, genau das meine ich. Dieses manchmal langwierige Ballhalten, unnötige Hin- und Her-Spielerei, das ist einfach, weiß nicht, da habe ich mir einfach von der neuen Frostbite-Technik, die sie ja hier eingesetzt haben, ein bisschen mehr erwartet. Gerade weil sie so angepriesen haben, dass sie sich jetzt realistischer verhalten sollen, Laufwege zustellen, neue Laufwege generiert haben, das weiß nicht. Kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Aber vielleicht liegt es auch einfach wirklich an diesem Journey-Modus, dass es vielleicht in der Karriere ein bisschen anders umgesetzt wurde. Hoffe ich eigentlich mal. Genau das meine ich, dieses ständige Hin und Her. Da ist leider noch keine Ansicht von einem schönen schnellen Kombinationsspiel, schnell nach vorne in die Spitze gespielt. Ist leider ein bisschen untergegangen bisher. Fast am Kopfball reingekommen nach der Ecke.
Obwohl ich auch ehrlich sagen muss, oh, schön gedacht von Ibrahimovic, war ich leider einen Tick zu langsam. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr mit gerechnet, dass er den dann noch weiterleitet zu mir. Aber gut. Das Spiel ist noch jung. Das Runde muss ins Eck hier. Und wie Lothar Matthäus so schön gesagt haben, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. So, komm mal, gib her die Pille. Alexander jetzt. Boah. Ja, das könnte man auch mal pfeifen. Da war der Ball weg, aber gut. Man muss auch sagen, Derby County macht es nicht schlecht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Steht sehr gut bisher. Da sucht er Hunter mit dem Abspiel. Ja, schwache Passanforderungen. Da frage ich mich immer, die Flanke war genauso Grütze wie die wahrscheinlich Anforderung. Aber wie kann man mir jedes Mal dafür den Negativpunkt berechnen? Alex Hunter. Ja. So, Spiel her hier. Da kommt der Pass auf Martial. Das muss er besser timen. Aber abseits. Richtig enge Kiste. Eigentlich wollte ich ja vor der Halbzeit noch ein Tor sehen von uns. Aber sieht wirklich schlecht aus. Derby County macht das wirklich sehr, sehr gut. Steht eigentlich in der Offensive mit drei Leuten vorne auf einer Linie. Und wie man es jetzt sieht, in der Rückwärtsbewegung wird es eher ja, ein Fünfer Mittelfeld. Vielleicht sogar eine Fünfer Abwehrreihe. So wie man es jetzt hier sieht, sind es jetzt fünf Leute auf einer Linie. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Da ist natürlich auch immer dementsprechend schwer durchzukommen. Ja, das war leider schon die erste Hälfte. Mit der 6,4 Wertung ist natürlich nicht berauschend. Ja, dräng deinen Gegner ab und bleib unbedingt auf dem Bein. Lese ich leider immer wieder bei mir. Ich glaube, da kann ich mich wirklich noch verbessern. Aber ja. Kein Meister ist vom Mittel gefahren. Ja, als Stürmer musst du nicht nur bloß Tore erzielen, du musst den Ballbesitz in der Angriffszone halten. Da musst du arbeiten. Ja, ich bin aber auch erst 17 Jahre jung. Ja, Mourinho. Erste Profisaison hier. Wurde verliehen. Immer noch ein bisschen Nachtsicht haben. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Er bekommt die Unterstützung. Gute Gelegenheit. Klasse dazwischen gegangen. So. Und nun Carrick. Ja, wie gesagt, wie soll man hier mit der Passstaffette hinten rum wirklich vorankommen? Das ist. Im Endeffekt kriegt man irgendwie Minuspunkte, weil man zu weit hinten sitzt oder hinten steht und sich den Ball versucht hinten zu holen. Allerdings gibt es meine persönliche Meinung manchmal das Spiel gar nicht anders her, dass man wirklich am eigenen 16er sich den Ball holt und versucht das Spiel so ein bisschen dann von hinten aufzuziehen. Ich habe auch gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, warum man bei Journey nur den wirklich kompletten offensiven Part übernehmen konnte. Mit zentraloffensives Mittelfeld, linker Flügel, rechter Flügel und Mittelstürmer. Warum hätte man nicht auch noch, ich sag mal, wirklich die Sechserposition oder linkes und rechtes Mittelfeld reinnehmen können? Klar erzielen die Stürmer meistens oder halt das zentraloffensive Mittelfeld die Tore. Allerdings finde ich auch, sieht man meistens an einen Hazard, der ja wirklich eher linkes Mittelfeld spielt. Alex Hunter. Dass der genauso torgefährlich ist vor zwei Jahren. Chelsea ganz souverän zum Meister geschossen.
Da war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Hätte ich mir gewünscht, ich hätte zum Beispiel auch sehr gerne linkes, rechtes Mittelfeld gespielt oder auch ein Sechser. Finde ich persönlich mit im Moment, wenn man einen richtig guten Sechser hat, ist es mit die wichtigste Position im ganzen Spiel. Der Spiel lesen kann, denken, leiten kann, finde ich sehr, sehr wichtig. Oha, da muss ich leider schon runter. Das war natürlich nicht erfreulich oder ist nicht erfreulich. Kann ich aber ein bisschen nachvollziehen. Rooney, sehr erfahrener Mann, versucht natürlich jetzt das Spiel in eine andere Richtung zu lenken und den Sieg zu holen. Wir werden natürlich die restliche Spielzeit nur simulieren. Die restliche Partie möchte ich nicht sehen, weil wir eben auf der Bank sitzen. Kann man anders machen, kann man sich natürlich auch anschauen, finde ich, aber geht von der Spielzeit ab, so kann ich, es ist vergeudete Zeit, womit ich vielleicht ein Video mehr aufnehmen könnte. Aber wenn ihr gerne wollt, dass wir demnächst bei der Auswechslung das Spiel anschauen sollen, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen hier, Manchester United hat gewonnen gegen Derby County. Das freut uns, damit stehen wir im Finale. Wer die Story kennt, Jim Hunter, mein Onkel von Alex Hunter, oder Opa besser gesagt, war ja Fußballprofi, hat es aber leider nie geschafft, den FA Cup zu gewinnen. Deswegen versuchen wir das jetzt für unseren lieben Herr Opa. Allerdings wahrscheinlich gerade eher mit mäßigem Erfolg. Gut. Ich würde sagen, damit beenden wir diesen Part. Hat mir wieder Laune gemacht. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, was man anders machen könnte. Gerne Tipps, Tricks geben, Bescheid sagen, worauf ich mehr achten soll. Ich bin da offen für alles. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend oder halt einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wenn es euch gefallen hat, wirklich, würde ich mich noch freuen über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und auf jeden Fall gerne Kommentare. Freue ich mich tierisch rüber. Ich nehme die Zeit, lese mir alles durch, versuche sämtliche Sachen zu beantworten und vieles umzusetzen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.